Einen wunderschönen guten Tag. Wow! Hast du ein neues Parfum drauf? Ist das diese neue UI-Edition? Vollkommen egal, du riechst richtig gut. Willkommen zu einem neuen Video. Hier auf XT sind wir aktuell auf der Road zu 40.000 Abonnenten. Also check mal ab, ob du den Kanal schon abonniert hast. Heute gucken wir ein Video von Mi, also so heißt er. Und er hat Super Mario 64 für 27 Tage am Stück laufen lassen. Ich gucke das Ganze nicht allein. Mit dabei ist das. Sowas nennt man Chat. Und wir gucken uns jetzt dieses Video an. Viel Spaß. So, Freunde, danke für eure rege Teilnahme. Bin da immer sehr, sehr happy drüber. Schauen wir mal nach, was der Meister hier macht. Bruder, das sieht mir schon nach dem schmackhaftesten Mario 64 Zimmer aller Zeiten aus. Hast du jemals dein Lieblingsspiel gespielt und es dann aus Versehen über Nacht angelassen? Digga, der Typ ist einfach Schauspielgott. Und für die Katze gibt's jetzt schon einen Daumen nach oben. Zack. Warum hat er 17 Dislikes? Warum gebt ihr dem Mann Dislikes? Oh nein, ich habe meine Konsole über Nacht laufen lassen. Ach, egal. Normalerweise passiert... Ja. Ey, das war... Wow. Wow. Das war das schönste Intro, was ich je gesehen habe. Ich bin schwer begeistert. Passiert da nicht viel. Doch in ganz seltenen Fällen passiert etwas anderes. I was AFK, I was practicing Polar Glitch, and I come back to my Switch and I saw this. In manchen seltenen Fällen gibt es Momente, wo etwas passiert, was eigentlich nicht so vom Spiel geplant war. So ist es einem Super Mario 64 Spieler mal passiert, als er auf seiner Wii Virtual Console in Bowser in the Fire Sea die Konsole für ein paar Stunden angelassen hat. Und zu seiner Überraschung ist diese Plattform, auch wenn nur ein kleines Stück, nach oben gegangen. Das waren Big News. Vor allem für die ABC-Crew, die es sich zur Aufgabe macht, alle Sterne von Super Mario 64 in den wenigsten Sprüngen zu absolvieren. Und zwar können sie jetzt einfach warten, bis diese Plattform weiter oben ist und sich fallen lassen. Doch es gibt ein kleines Problem. Diese Plattform dauert sehr, sehr lange, um... Ja, also quasi, um mich nochmal ganz kurz abzuholen, vielleicht für alle, die nicht so in der Mario 64 Nerdbubble drin sind, es gibt ja eine ganz, ganz, ganz große Community, die, ihr Bestes gibt, eben das Spiel durchzuspielen, ohne den A-Knopf zu drücken oder so wenig wie möglich. Und gerade so Bowser-Stages sind ja meistens sehr lineare, schwierige Parcours mit schwierigen Jumps, ne, einfach eine lange, schwierige Strecke. Und wenn dann natürlich herausgefunden wird, dass so eine Plattform, ne, steigt, ohne dass man was dafür tun muss, kann man natürlich in der Theorie, unendlich an Höhe gewinnen, um dann, ja, einfach an die Spitze der Stage zu kommen, ohne jemals springen zu müssen. Das sind diese Plattformen, die quasi in der Lava immer runter und hoch fahren. Die gibt's, glaube ich, auch nur in Bowser 2, sonst nie. Da gibt's aber auf jeden Fall einige davon. Und die Idee ist quasi, wenn die quasi runter und wieder hochfahren, dann fahren sie ein Pixel oder so höher als beim letzten Mal. Sprich, wenn du dann eben wie hier 63 Stunden lang diese Plattform immer sinken und steigen lässt, gehen sie halt immer Pixel für Pixel nach oben. Und dadurch gewinnen sie an Höhe, weil die halt nicht ganz akkurat programmiert wurden. Um höher und höher zu kommen. Sogar eine Person namens Nathaniel Bandy machte es sich zur Aufgabe, das Game für viele Tage spielen zu lassen. Und nach ganzen 27 Tagen crashte das Spiel. Aber etwas an der... Damn. Ganz normal 27 Tage laufen lassen. Story hat mir Sorgen bereitet. Nathaniel Bandy hatte nämlich Probleme mit seiner Capture Card und musste stattdessen einen Emulator nehmen. Klar, Emulatoren sind eine gute Alternative, falls man Sachen aufnehmen möchte. Ja, aber Emulatoren sind krass fehleranfällig, ne? Oder mit Freunden online spielen möchte. Doch Emulatoren unterscheiden sich auch von einer Originalkonsole. Ja, immer. Du wirst einen Emulator nie genau so akkurat hinbekommen wie die Konsole. Und so kann es zu unerwarteten Crashes führen. Seht ihr, was ich da meine? Er hat auf seinem Laptop ein Wii-Game für 27 Tage spielen gelassen und dann ist das Spiel gecrashed. Und ich weiß bis heute nicht, ob es am Emulator lag oder das Spiel wirklich crashte. Also habe ich das... Bro, und genau diese Besessenheit hat vor allem
Nicht nur, aber vor allem die Mario 64 Community. Und ich verstehe nicht, warum, was mit uns Mario 64 Enthusiasten los ist, dass wir so fanatisch irgendeinen Shit in diesem Spiel machen. Einzig Richtige getan. Meine Wii angeschlossen, ein Twitch-Alt-Account erstellt und dort gestreamt, wie ich die Wii für 27 Tage laufen. Bruder, das ist die schönste Capture Card, die ich je gesehen habe. Klasse. Wird das Game crashen oder wird die Plattform immer und immer weiter nach oben gehen? Das alles finden wir jetzt. Aber da, wo er langläuft, ist Bowser 2 gar nicht. Heraus. Bruder. Hau rein, Niklas. Fangen wir an, Super Mario 64 zu starten. Oh, und direkt merken. Dream Team Bros Mucke. Oh, mit Dream Team Bros Mucke hast du mich instant. An was? Meine Capture Card hat auch Probleme. Aber es wird nichts an der Performance der Wii ändern, also ist alles okay. Aber warum spielen wir überhaupt auf der Wii? Nun ja, ganz einfach. Wenn Super Mario 64 versucht, 64-Bit in 32-Bit zu konvertieren, ist immer etwas über. Auf der originalen N64 ist das kein Problem, da sie immer richtig gerundet wird. Aber die Wii hat bei dieser Funktion einen kleinen Bug. Denn im Gegensatz zur N64 kann die Wii Virtual Console nicht runterrunden, sondern rundet stattdessen immer auf. Egal, ob die letzte Zahl eine 9, eine 4 oder auch eine 1 ist. Und so geht diese Plattform immer weiter nach oben. Das heißt, das geht nur in der Virtual Console Version? Ja, aber notieren, dass das nur eine sehr vereinfachte Erklärung ist. Nun, da wir das geklärt haben, gehen wir in Bowser in the Fire Sea rein und positionieren uns. Nach 8 Minuten merkt... Das war die Wüstenstage. Er blendet einfach die Wüstenstage ein. ...man noch nicht wirklich einen Unterschied, da es wirklich, wirklich langsam geht. Nach einer Stunde erkennt man schon die ersten Anzeichen, dass es wirklich nach oben geht. Und danach ging ich schlafen. Und 6 Stunden später hat man schon... Er pennt einfach nur 6 Stunden. Er pennt einfach nur 6 Stunden. Er ist einfach ein brutaler Hustler. ...sehen können, wie die Münzen verschwinden. Nochmal 8 Stunden später und man kann wirklich erkennen, wie langsam die Plattform hochgeht. Wenn das so weitergeht, dauert das ja einen Monat. Ach ja, nochmal 3 Stunden später und wir sind offiziell 20 Stunden drin. Yay! Doch kurz vor den 24 Stunden bin ich beim Setup einer Webcam gegen den Reset-Knopf gekommen und ich musste alles nochmal von vorne. Nein! Nein, Bruder! Oh mein Gott, wie ärgerlich ist... Okay, ich sag mal, ein Tag geht noch, ne? Ein Tag geht noch. Anfang. Doch, das ist nicht schlimm, denn es sind ja nur 24 Stunden. Ein Tag später und wir sind offiziell 24 Stunden drin. Und die Plattform ist... Boah, wie die Plattform richtig smart mit dieser Betonplatte abschließt, ne? Das ist sehr, sehr, sehr sexy. Ist jetzt höher als die andere Plattform hier vorne. Nice. Nochmal 8 Stunden später und uns wird klar, wie nah wir jetzt an dieser Plattform von der Höhe hier sind. Und hey, ich habe vergessen, die Aufnahme zu beenden, deswegen haben wir jetzt hier eine kleine Timelapse. Aber ist doch gut, oder? Boah, krass. Ja, man merkt kaum Unterschied zu davor. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ein bisschen umzuschauen und habe realisiert, dass diese Plattformen hier weg sind. Erst dachte ich, sie wären auch weggeflogen, aber man hätte nicht falscher liegen können. Stattdessen sind die Plattformen nämlich nach unten gegangen. Was? Ja genau, ich glaube, es gibt nur 2 Plattformen hier. Einmal ganz unten an der Stage und einmal ganz oben an der Stage. Und die oben wandern nach unten, das heißt, die nähern sich an, oder wie? Und witzigerweise kann ich die Plattform auch noch betreten und kann von hier ein bisschen runterschauen. Aber auch wenn es hier so cool ist, müssen wir uns zurück auf die Plattform begeben. 10 Stunden später und wow. Nähern die sich vielleicht irgendeiner Koordinate an? Gibt's vielleicht irgendwie so ein Null-Level in der Mitte oder so? Die Plattform wird immer und immer höher. Wenn ich jetzt runterspringe, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Also sollte ich das Herumspielen lieber sein lassen. Doch bei 90 Stunden... bin ich auf meinen Controller gefallen. Wuhu. Bro, erst tritt er seinen Reset-Knopf und dann stolpert er über seinen Controller. Meister, was tust du? Was machst du in deinem Zimmer? Yeah. Eine super lange Ewigkeit später. Ich habe so lange nicht aufgenommen, dass wir jetzt bei 10 Tage sind. Lol. Und oh mein Gott, wir sind so hoch, dass wir nicht mal mehr die Plattform sehen können. Ich find's auch gut, dass unten The Big Lebowski 1738 mit seiner ersten Chat-Nachricht geschrieben hat: You suck at Mario, you suck at Mario, you suck at Mario.
3 Tage später habe ich meine Kamera geändert und ich merkte ein kleines Problemchen. Wir sind ziemlich nah an der Decke und ich bin ehrlich, ich habe Schiss runterzufallen und zu sterben. Also habe ich das eigentlich Richtige gemacht und bin runtergesprungen, um einen neuen Platz zu finden. Ich hatte erst die Idee, hier auf dieser Linie zu stehen, aber merkte schnell, dass das nicht funktionieren wird. Beim ersten Versuch bin ich runtergefallen, beim zweiten Versuch auch. Auf dem Weg zum dritten wäre ich auch fast gestorben. Und beim dritten Versuch habe ich nur überlebt, weil diese Wand hier keine Kollision hat. Danke, danke Wand, die keine Kollision hat. Aber ich wusste, ich würde nur Stunden meines Lebens riskieren. Also entschied ich mich dort, auf dieser Plattform zu chillen, die auf und ab fährt. Und das ist unser neuer Wartepunkt. Und nun spielen wir das Wartenspielen. Digga, entspannt's dort. Aber schaut mal die Track-Ansicht unten, ne? Bro, Digga, schaut mal auf die aktuellste Chat-Nachricht. Blue X2, Test. Aber schaut mal unter mir. Er schreibt Aboba, Aboba, Aboba. Tag 27, Digga. Heute ist der berüchtigte Tag 27. Doch am nächsten Tag crashte das Spiel nicht. Und auch nach dem weiteren Warten passierte nichts. Zuerst dachte ich, vielleicht habe ich mich an einem Tag vertan oder so. Aber nein, es war Tag 27. Und nur ein paar Stunden später dann... Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Wie guckt man es gerade innerhalb von unter 8 Minuten an, was er in 27 Tagen gemacht hat, ne? In der Zeit ist er 27 Mal pennen gegangen, er ist auf Arbeit oder in die Schule gegangen, hat sich mit Freunden getroffen, so, weißt du, hat gezockt, hat so, wisst ihr? Das ist jetzt so, er sagt jetzt so, ja, es war der 27. Tag. So, spult einfach mal in eurem Leben einen Monat nach vorne. Das ist insane! Tag 28. Und wenn ich ehrlich bin, könnte ich meine Konsole weiterlaufen lassen. Aber ich entschied mich dazu, erst beim offiziellen Super Mario 64 Task Discord zu fragen. Ah, das ist sogar ein Discord für Mario 64 Task und ABC. Und ich glaube, ABC ist genau das mit Zero A Presses und so ein Shit. Und tatsächlich gab es auch eine Antwort. Und zwar von einer Person, die sich mit dieser Plattform am meisten auskennt. Und natürlich noch dieser netten Person. Zusammen setzten wir uns hin und sie erklärten mir, dass das Spiel eigentlich nie hätte crashen. The platform doesn't race forever. It just goes up to the middle of the course. Das ist das, was ich meinte mit so einer Nullkoordinate. The higher platforms lower instead. Again to the middle of the course. Y gleich 0. I'm not sure where you heard that it crashed after 27 days. Sollen. Das Einzige, was passiert ist, die Plattformen gehen nur bis zur Koordinate 0, was auch erklärt, warum diese Plattform da hinten immer runterging, da die Y-Koordinate genau hier ist. Doch was heißt das jetzt mit diesem Crash? Aber das heißt, die beiden Plattformen verschmelzen dann miteinander, weil sich ja beide der gleichen Koordinate annähern, oder? Nun ja, er ist nie passiert. Also hat Nathaniel Bandy uns angelogen? Er hat einfach gelogen, der Hund! Wohl oder übel? Nein, wie schon vor 27 Tagen gesagt, benutze einen Emulator. Und wie auch gesagt, ist ein Emulator ziemlich inakkurat. Und auch ein Emulator crasht öftermals. Und nach 27 Tagen kann das mal passieren. So, jetzt da ich einen populären YouTuber exposed habe, kann ich jetzt wieder für Monate verschwinden. Schwul, der hat einfach Nathaniel Bandy hops genommen. Tschüss und abonniert mich oder ich lasse eure Wii für 27 Tage laufen und ihr werdet Bowser in the Fire Sea nicht mehr durchspielen können. Oh shit. Oh shit, da hat er uns gehopst. Ey, geil. Ich lieb solchen Nerd-Shit, ne? Und es ist geil, sowas mal im deutschen Raum zu haben. Der Daumen nach oben bleibt, Meister. Der Daumen nach oben bleibt. Sehr geil. Ich finde es schön. Ich finde es schön, dass wir in Deutschland auch solchen Nerd-Shit-Content haben. Bitte mehr. Bitte mehr. Will ich mir auch in Zukunft angucken. Insane. Ich hau euch mal den Channel hier rein, Freunde. Lasst dem Meister gern noch einen Daumen nach oben da oder abonniert ihn, wenn ihr mehr Nerdshit sehen wollt. Was macht der noch so? Was macht der noch so? Dieser Mathelehrer hat sein eigenes DS-Spiel. Wie Speedrunner das Level 18.8 optimierten. Er speedrunnt sogar? Ah, oh, Bruder, absoluter Mario-Nerd. Ich liebe es.